vor 10 Jahren schon die erste Studie. Da hat eine Kollegin in Toronto, die hat Mammakarzinompatientinnen nachuntersucht oder verfolgt und hat gesehen, diejenigen, die einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel hatten, hatten 70% weniger Metastasen und die Hälfte waren weniger tot. Nur mit Vitamin D. Da ist noch nichts anderes passiert, sondern nur mit Vitamin D. Und vor einem Jahr ungefähr ist publiziert worden, da hat man genau diese Information genommen und hat 5000 Frauen zur Hälfte mit Vitamin D versorgt, nach der Operation erst. Mhm. Und die anderen haben nichts gekriegt. Und es ist genau das eingetreten, die Vitamin D bekommen haben, haben 50% weniger Todesfälle gehabt. Und wenn solche Studien vorliegen, warum schreitet man da nicht ein und sagt, man verschreibt jedem Krebspatienten Vitamin D? Das liegt daran, wieder am Anfang von dem, was wir gesprochen haben, dass Vitamin D nichts kostet. Man kann nichts damit verdienen. Ja, aber man kann es doch trotzdem zusätzlich noch geben, oder? Das man kann stört. Ja seine Chemotherapie trotzdem machen. Das stört. Das stört den Warum? Betrieb. Und dann kommt noch etwas hinzu. Ich behaupte also jetzt nicht Vitamin D alleine. Aber wenn wir so ein Bündel von Maßnahmen, über das wir noch sprechen können später, ansetzen würde, um Rheuma zu behandeln oder Krebs oder, dann wären wir locker in der Lage, mal mindestens 30% der Patienten beschwerdefreier oder sogar zu heilen. Ich behaupte heute, ich kann heilen. Das heißt nicht ich, sondern mein innerer Arzt. Ja, genau, das sagen Sie auch in den Vorträgen immer so schön, der innere Arzt. Der das ist eingebaut. Wir haben ja ein Reparatursystem. Und wenn das nicht funktioniert und einen Tumor wachsen lässt, dann ist das Reparatursystem kaputt. Dann ist der innere Arzt nicht einsatzfähig. Dann habe ich dem seinen Arztkoffer weggenommen. Das ist ein schönes Bild. Dann können wir ja nachher mal in den Arztkoffer reinschauen. Dann schauen wir mal da rein, was da drin sein soll. Und wenn ich dem seinen Koffer wieder voll mache, dann fängt er sofort an zu werkeln. Und deswegen, das ist eine neue Erkenntnis, die habe ich letztes Jahr erst gehabt. Ich habe also lange Jahre Prävention entwickelt und viele, viele Dinge zusammengesucht, die funktionieren. Und dann habe ich gesehen, eines Tages, dass das, was ich für die Prävention brauche, das gleiche ist, was ich für die Heilung brauche. Weil ja nicht ich heile, sondern der Körper heilt. Und wenn ich dem die Ressourcen wiedergebe, wenn dessen System wieder einsatzfähig ist, der Selbstheilung, dann tut er das auch und dann funktioniert das auch. Wenn das nicht funktioniert, hat das System nicht alles bekommen, was es brauchte.